Ja, Herr Schäfer-Belz, draußen vor der Halle ist auch noch mal ein großer Sandhaufen. Der lädt irgendwie so zum Mitmachen ein. Da sind auch ein paar Spaten davor. Ja, das ist so. Natürlich wollen wir auch den Kindern Gelegenheit geben, mit dem gleichen Sand, mit dem die Künstler gearbeitet haben, selber mal kleine Kunstwerke auszuprobieren. Kann ja sein, dass manche da die Anregung so aufnehmen, dass man als Beruf nehmen, vielleicht mal Bildhauer werden, schön durch die Welt reisen, viel Geld verdienen, Mama, Papa abgeben. Also ist vielleicht doch eine kleine Zukunftsvision, die man machen kann. Aber natürlich soll es auch Spaß machen. Unter Anleitung kann man da so ein bisschen... Ja, es sind hier Mitarbeiter, die eben natürlich ein paar kleine Kniffe eben geben. Aber wir haben schon festgestellt, die Kinder brauchen eigentlich keine Anleitung. Viele waren viele, viele Stunden hier und haben eigene Figuren sich ausgedacht. Schlangen und Kröten und Schildkröten. Also alles, was man so gestalten kann. Viele Eltern sagten, hätte ich nie gedacht von dem, dass er sowas kann. Also sollte man eben auch ausnutzen. Ich muss nur sagen, die Skulpturen, die die Kinder machen, bleiben aber nur einen Tag stehen. Also nicht, dass sie traurig sind, wenn sie den nächsten Tag kommen, wird es leider wieder gehakt, so für die nächsten Künstler, für neue Kunstwerke, die die Kinder entstehen lassen. Und was ist mit den Figuren hier? Was passiert mit denen nach dem Ablauf der Ausstellung? Ja, da haben wir sehr mühsam gesucht. Einen sehr sensiblen, kunstverständlichen Baggerfahrer haben wir gefunden, der ab 2. November mit seinem Lieblingsgerät, seinem Bagger, dann hier reinkommt und das daraus macht, was so ein Baggerfahrer macht, also wieder einen großen Sandberg. Ganz liebevoll. Ganz liebevoll. Das war sehr schwierig. Super, danke. Ja, die Sandwelt ist ein Teil von Karls Erlebnisdorf und hier sind wir an so einem schönen kleinen Stand, aber Sie haben gar keine Erdbeeren, Herr Schäfer-Belz. Ja gut, die gibt es an den größeren Ständen, das ist extra für zum Üben, wenn man mal Erdbeerverkäufer werden will. Das ist ja auch ein Zukunftsberuf, immer jedes Jahr tolle Erdbeeren. Aber Karls ist natürlich ein Familienbetrieb, der so seit Jahren schon, seit 1921, Karl ist übrigens der Vater, Großvater des jetzigen Besitzers. Das ist jetzt in dritter Generation Karls. Und der hatte schon damals die Idee, was mit Erdbeeren zu machen. Kommt eigentlich aus Rostock, also aus dem Bereich Rostock. Hatte den Markt beliefert in Rostock. Dann ist die Familie durch die Kriegsereignisse enteignet worden. Und er ist dann nach Schleswig-Holstein gegangen und hat dort neu wieder angefangen, einen Bauernmarkt aufzumachen. Hat da auch Erdbeeren produziert, zum Teil für Bad Schwartau. Das ist ja eine Marmeladenfabrik. Und der Enkelsohn, der als dreijähriger Junge schon bei dem Großvater auf den Schultern eben stand, ist in dritter Generation, also so nach der Wende, um mal nach den Wurzeln des Großvaters zu gucken, nach Rövershagen gekommen und hat da, das ist nicht genau die Stelle, mit 4 Leuten angefangen und einen neuen Bauernmarkt eben aufgemacht. Seine Mutter hatte damals immer schon die Idee, so am Markt noch ein bisschen kleines Kaffee zu machen. Die Schwester von der Familie ist jetzt weiterhin in Lübeck in Warnsdorf, also es gibt jetzt insgesamt 5 Märkte. Das Erlebnisdorf hier ist jetzt quasi so eine Mischung aus Kinderspielplatz und Erdbeerverkauf, oder? Naja, es ist natürlich eine Attraktion für die gesamte Familie, Großvater. Deshalb sehen sie auch viele Sachen, alte Sachen, die die ältere Generation noch kennt. Ist eben natürlich so, soll eben für die gesamte Familie sein. Auch relativ stressfrei, also die Kinder wollen spielen, sich bewegen. Da gibt es große Rutschen und viele Erlebnisse, übrigens alles kostenfrei. Die Mutti will vielleicht shoppen gehen, was Schönes suchen und der Papa will ein Bier trinken oder einen Kaffee. Also ist eigentlich entspannt für alle. Und das Besondere bei Karls immer, es verändert sich immer ständig. Das heißt also, wenn man jetzt einen Monat nicht da war, gibt es schon wieder was Neues, was anderes gibt es vielleicht nicht mehr. Und das ist natürlich immer der Kreativität der ganzen Mitarbeiter bei Karls zu verdanken.
Aber Erdbeerfelder gibt es hier direkt? Nee, die Erdbeeren selber werden jetzt bei Rostock eben angebaut, weil man auch festgestellt hat, dass die Sonne, also diese Lichtstrahlung, um die geht es eigentlich, sehr gut ist für den Geschmack der Erdbeeren. Also die werden auch hier alle von dort oben beliefert und man sollte sie mal kosten. Also die schmecken einzigartig.